Hallo liebe Deutschlernende, in diesem Video möchte ich euch meine Avocados zeigen. Ich habe nämlich in den letzten Wochen, in den letzten Monaten Avocados eingepflanzt und sie wachsen jetzt sehr gut. Hier sind meine Avocados und zwar habe ich die Avocado gegessen und dann habe ich den Kern festgemacht und dann so in ein Glas gesteckt, ja, sodass das dickere Ende im Wasser ist. Und was dann passiert ist, ist, dass sich eine Wurzel gebildet hat. Ja, eine Wurzel ist rausgekommen, seht ihr hier, das ist die Wurzel, ja, und nachdem die Wurzel rausgekommen ist, habe ich angefangen, Blumenerde in das Glas zu füllen und jetzt ist hier auch ein Sprössling, ja, hier ist ein Sprössling. Also ich freue mich total, dass das geklappt hat. Ich habe am Anfang hatte ich 5 gehabt, einer hat nicht geklappt und die 3 hier, die wachsen alle, die haben alle Wurzeln bekommen. Hier sieht man das nicht so gut, oder? Wo ist hier die Wurzel? Aber der hat auch eine Wurzel und dieser Avocado hat noch keine Wurzel, aber die kommt hoffentlich noch. Ja, und aus diesen Avocados wachsen dann Avocado-Bäume. Ja, ich muss dann noch eine Lösung finden, was ich mit diesen Avocado-Bäumen mache, weil man die leider nicht in Deutschland pflanzen kann, also weil es zu kalt ist. Ja, also wenn ich sie irgendwann draußen einpflanzen würde, dann würden sie sterben, weil es zu kalt ist. Avocados sterben, wenn es unter 0 Grad ist. Ja, wenn es kälter ist als 0 Grad, dann sterben Avocados ab. Und ja, dann, das heißt, ich werde sie erstmal in der Wohnung großziehen und wachsen lassen. Und dann werde ich sie irgendwann in einem südlichen Land einpflanzen. Ja, das macht Spaß, Pflanzen großzuziehen. Und das Interessante ist, dass ich ja gar nicht, oder das Tolle ist, dass ich die nicht extra zum Einpflanzen gekauft habe, sondern dass ich einfach die Kerne genommen habe, also die Kerne von Avocados, die ich gegessen habe. Ja? Also viel Obst, was man kauft, viel Gemüse, was man kauft, das kann man theoretisch auch einpflanzen. Und es ist dann eine Frage des Glücks, ob diese Pflanzen tatsächlich wachsen. Ob das tatsächlich funktioniert. Ja, und bei meinen Avocados funktioniert das anscheinend und ja, es macht Spaß, es ist ein toller Zeitvertreib. Ich sehe sie jeden Tag und man braucht sehr, sehr viel Geduld. Also ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich muss einfach nur schauen, dass sie immer genug Erde haben und ansonsten, ja, sehe sie jeden Tag, wie sie wachsen. Ich hoffe, das war interessant für euch und vielleicht möchtet ihr auch so ein Experiment machen, ein paar Pflanzen großziehen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Zuschauen.